Heute Nacht um 2 Uhr am Brandenburger Tor. Hunderte von Menschen sind auf die Mauer geklettert, um einen Blick nach drüben zu werfen. Aber drüben, da ist von den Grenztruppen der DDR nichts zu sehen. Man hilft sich gegenseitig beim Aufstieg auf die Mauerkrone. Man bildet Sprechchöre. Tausende von Berlinern aus Ost und West sind vor der Mauer zusammengeströmt. Gemeinsam wollen sie diesen denkwürdigen Tag miterleben. Und währenddessen stauten sich auf der Straße des 17. Juni die Autokolonnen wie sonst zur Hauptverkehrszeit. Ganz Berlin schien unterwegs zu sein, in Richtung Mauer und anderswohin. Gestern Abend an der Bornholmer Straße, hier gingen zuerst die Schlagbäume hoch. Ostberliner wurden von wartenden Westberlinern mit Applaus empfangen. Wo hier auf der Brücke der Grenzstrich verläuft, weiß niemand in diesem Moment. Es interessierte auch niemanden mehr. Einige brachten Blumen mit und wurden mit Sekt empfangen. Eine Volksfeststimmung. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht erreichte der Strom der Menschen seinen Höhepunkt. Bilder, die wie viele andere in dieser Stadt in dieser Nacht so ungewohnt, unfassbar sind und auch vor wenigen Wochen einfach undenkbar erschienen. Einen Pass brauchte hier kaum jemand. Die Grenzpolizei stand völlig tatenlos, zum Teil auch fassungslos in der Menge. Was ist denn hier los, fragt dieser Grenzpolizist. Diese Aufnahmen entstanden schon hinter dem Kontrollpunkt, also auf Ostberliner Gebiet. Kurz nach Mitternacht, Tausende von Berlinern aus Ost und West feiern ein Wiedersehen am Kontrollpunkt Sonnenallee im Süden Berlins. Viele aus dem Osten haben wir gesehen, außer sich vor Freude. Dann Jubel, Freiheitsrufe, Bilder, die für sich sprechen. Die Menschen kommen in Scharen und sie singen. Einige kommen sogar ohne Papiere. Kurz darauf ist die Grenze völlig offen. Die Flut ist nicht mehr aufzuhalten. Eine menschliche Wiedervereinigung. 2,5 Stunden später, die Autos in Ost-West-Richtung werden weniger. Der Begrüßungsapplaus bleibt der gleiche. Begegnungen finden statt, die auch einen Westberliner Polizisten anrühren. Nach so vielen Jahren. Berliner begrüßt Berliner, einer wohnt da drüben. Sagt, er hat mich jeden Tag gesehen, jetzt wollte er mir mal die Hand schütteln und man sieht sich mal aus der Nähe. Der Checkpoint Charlie heute Morgen um 3:30. Viele Ostberliner wollen wieder nach Hause. Der Kontrollpunkt an der Friedrichstraße, sonst dem alliierten Verkehr und den Diplomaten vorbehalten, wurde beherrscht von Ostberliner Kennzeichen. Einige haben sogar ihre West-Berlin-Rundfahrt mit dem Taxi gemacht, andere kamen mit der ganzen Familie. Bis jetzt 3:40, wie war's denn? Wie? Also unfassbar. Um 3:45 sind wir rüber Heinrich-Heine-Straße und haben 50 Minuten haben wir gestanden, nicht gewartet. So ging es fast die ganze Nacht auf dem Kudamm am Kanzlereck zu. Die Volksfeststimmung setzte sich fort. Die meisten DDR-Bürger hatten zwar kein Geld, um sich etwas zu kaufen, aber darauf kam es ja auch überhaupt nicht an. Unter den jubelnden Menschen mitten auf der Straße der Berliner CDU-Generalsekretär Klaus Landowski. Ich komme von der Sonnenallee. Es ist ein Wahnsinn, was ich dort erlebt habe. Die Besucher scheinen auf den Regierenden gehört zu haben. Auch am S-Bahnhof Zoologischer Garten war Berlin endlich durchgehend geöffnet. Und das Empfangskomitee stand bereit, als sich der Lindwurm tausender DDR-Bürger aus den Zügen in die Stadt ergoss. Mal schnell in die S-Bahn springen und einfach von Berlin-Ost nach Berlin-West fahren. Wer hätte gedacht, dass dies so schnell kommen würde? Und als es möglich wurde, überall fröhliche Gesichter. Für manche war es natürlich nur eine Stippvisite im Westen. Sogar nur ein Ausflug kurz vor Arbeitsbeginn.